extra ist. Und Sie sehen, ich hätte ihm sagen sollen, das ist ein Thermikmodell, was er hier mit der Maschine veranstaltet. Das ist natürlich nicht unbedingt jedermanns Sache, aber die Maschine lässt es zu. Deswegen, es muss nicht übertrieben groß sein.
hier das Gerät prädestiniert zum Handfliegen. Gibt es natürlich nicht nur hier mit FS-Antrieb, mit dem Hack-Antrieb, natürlich auch eine 10-Punkt-Variante. Das ist ja auch sehr, sehr leicht, aber trotzdem haben wir hier noch ein bisschen Performance, großes Geschwindigkeitsspektrum. Bei der Landung sehr, sehr gut möglich zu fliegen. Also die ist überall zu Hause. Landung. Ja, jetzt kommt er von rechts zur Landung. Also, wer Interesse an der Produktpalette von Paritec hat, gehen Sie mal an den Gemeinschaftsstand von Tomahawk Aviation und Paritec. Und da sind die ganzen Modelle, wie hier die ASU 27, die Prima, der große Fox, große Jodel, natürlich alles. Aber wie gesagt, die Modelle sind auch so ausgelegt, wenn die Landebahn nicht so unterreich ist, dann passiert gar nichts. Das ist auch kein Problem. Und die Bedingungen sind auch nicht so ganz einfach. Heute ist es ein bisschen verwirbelt, es ist thermisch, wir haben gleich Cosmic-Komponente. Von daher ist es nicht so einfach. Ich habe noch jemanden.